Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C# programmieren wir und heute sprechen wir über eine Methode, die wir hin und wieder anwenden können. Und manche Sachen lassen sich damit eleganter lösen. Es ist eigentlich meistens nicht notwendig, aber hin und wieder sind ganz interessante Sachen, die man damit lösen kann einfach. Ja, und zwar spreche ich über rekursive Methoden. Was ist jetzt eine rekursive Methode? Eine rekursive Methode ist der Aufruf einer Methode in der Methode selbst. Okay? Das ist der Grundgedanke einer Rekursion. Ja? Also eine Methode wird von der Methode selbst aufgerufen. Das klingt jetzt einmal komisch. Ja? Das klingt jetzt komisch, wenn ich mich selber aufrufe. Wann hört das auf? Ja, das stimmt. Man muss aufpassen, dass es irgendwann aufhört. Ja? Das heißt, es ist eine Abbruchbedingung, notwendig, die dafür sorgt, dass das irgendwann aufhört, das eigene Aufrufen, 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 Aufrufen. Ja? Jetzt ist es natürlich relativ schwierig zu erkennen, man brauche sowas, ja? Oder was bringt mir das? Ja? Nun, ich möchte jetzt anhand eines Beispiels einmal eine Faktorielle berechnen. Faktorielle heißt, einfach alle Zahlen multipliziert bis zur aktuellen Zahl. Also zum Beispiel 1 Faktorielle ist 1. Ja? 2 Faktorielle ist 1 mal 2. 3 Faktorielle, also 2. Ja? 3 Faktorielle ist 1 mal 2 mal 3. 4 Faktorielle ist 1 mal 2 mal 3 mal 4 und so weiter. Also immer mehr und immer mehr. Faktorielle heißt das. Ja? Also ein Beispiel. Berechnung. Der Faktorellen. Eins, so schreibt man das mit Rufzeichen. Gell? Eins Rufzeichen ist eins, ein Faktorelle. Zwei Rufzeichen ist eins mal zwei ist zwei. Ja? Drei Rufzeichen ist eins mal zwei mal drei. Und das sind natürlich sechs und so weiter. Buck, buck, buck. Ja? So geht das dahin. Das ist die Faktorelle. Die wollen wir berechnen. Wenn wir uns das jetzt ganz normal machen, ja, wie wir es bis jetzt gewohnt sind schon, ja, dann würden wir eine Methode schreiben, die liefert einen Longwert zurück. Ja, die heißt halt irgendwie, diese Methode, nennen wir sie Faktorielle. Ja, der übergebe ich welche, ja, also 1, 2 oder 3, ja, das mache ich auch, eine Long-Variable, und da drin sage ich halt, das ist n, also ganz so typische Buchstabe für das, und dann geht schon los, geschwungene Klammer auf, ja. Und was mache ich dann? Nun, dann sage ich mal, okay, ich lege mir eine Variable an, Ergebnis, und das initialisiere einmal mit 1. Okay? Und dann mache eine Vorschleife. Und dann mache ich ein Long. Wenn ich hier Long übergebe, sollte ich hier auch ein Long machen, i. Ja? Und das lasse ich bei 1 losgehen. Ja? Was mache ich für eine Abbruchbedingung? Ja, das i muss kleiner gleich sein, das n hier rum, ja, kleiner gleich n, und das i macht plus plus. Ja, geschwungene Klammer auf. Ja, und jetzt machen wir Ergebnis. Ist gleich Ergebnis
mal i. Sterndl, i. So könnte das aussehen. Und dann geschwungene Klammer zu natürlich. Schauen wir, stimmt das Ergebnis ist 1 am Anfang, wenn n 1 ist, kleiner gleich 1, kommt es gar nicht rein, ist Ergebnis 1. Wenn n 2 ist, ist Ergebnis 1 mal 1 mal 1, ja, 1 mal 2, ja, passt, ja, kleiner gleich 1. Also wenn n 1 ist, kommen wir einmal rein, das Ergebnis ist 1 mal 1, okay, 1. Wenn n2 ist, kommen wir einmal rein, 1 mal 1 ist 1, mal 2 ist 2. Wenn 3 ist, ja, kommen wir, funktioniert also. Ja. Und dann machen wir Return. Und zwar, was returnen wir? Das Ergebnis natürlich. Strichpunkt. Das wäre die Methode. So hätten wir die geschrieben. Ja. Das ist der klassische Ansatz. Also das ist der klassische Ansatz. Nichts rekursiv. Iterativ ist das. Iterativ. Okay. Und jetzt schauen wir uns an, wie man das vielleicht mit einer Rekursion, weil eigentlich muss ich ja immer nur, ich muss ja immer nur das rechnen, immer das gleiche rechnen. Jetzt kann ich praktisch jedes Mal aufrufen, ja, nur mit einem n weniger und zurückgebe einfach eine Multiplikation. Ja. Also schauen wir uns das an. Long, Faktorelle, wo ist der schwarze Stift schon fort? Ja? Wahrscheinlich. Faktorielle Rek. Und dann nehme ich Long. Und dann nehme ich wieder N. Das schaut einmal ziemlich genauso aus. Ich habe halt einen anderen Namen gewählt, dass wir die zwei unterscheiden können, aber das ist. So, und jetzt, ja, mache ich mal Folgendes, dass ich sage, eine Abbruchbedingung, ja, if, Klammer auf, n ist gleich 1. Okay, also wenn das n 1 ist, ja, dann weiß ich schon das Ergebnis, das ist 1. Ja. Dann kann ich so sagen, return, machen wir es mit geschwungener Klammer auf, halt, das müsste ja blau geschrieben werden, Entschuldigung, return 1, ja. Kommt 1 retour, das heißt, wenn ich die Funktion aufrufe mit 1, kommt 1 retour, ja. Aber was ist, wenn es nicht 1 ist, ja? Was ist, wenn else? Jetzt ist es nicht 1, ja. Jetzt ist es nämlich mehr wie 1, ja. Jetzt kann ich sagen, jetzt lege ich ein Ergebnis an. Long, Ergebnis, also jetzt bin ich praktisch da. Ja. Und das ist n, die Zahl, die ich bekommen habe, n mal, ja. Und jetzt rufe ich mich selbst wieder auf, Faktorelle. Rekursiv, Klammer auf, und da schreibe ich jetzt eine n minus 1. N minus 1. Ja. Und dann brauche ich eigentlich nur Return-Ergebnis machen. Strichpunkt, geschwungene Klammer zu und geschwungene Klammer zu, und wir sind schon fertig. Ja. Das ist der iterative Ansatz. Ja. Also das hier, iterativer Ansatz. Ein rekursiver Ansatz, Entschuldigung.
rekursiver Ansatz. Das als Beispiel. Sagen wir, wir rufen das jetzt auf mit 1, komme ich rein, return 1, fertig. Ja. Jetzt rufe ich es auf mit 2, komme ich rein, ah, das geht nicht. Ja. Das Ergebnis ist 2 mal und dann rufe ich mich selber auf mit 1. Beim zweiten Aufruf kommt jetzt 1 retour, 2 mal 1 steht dann da. Okay? Das ist also genauso, wie man es da eigentlich ausrechnet. Ja. Nur fangen wir praktisch hinten an. Mit 3 komme ich da her, 3 mal das, was da zurückkommt, ja, also das ist praktisch dieses 3 mal, was kommt da zurück, dann rufe ich mit 2 auf, 2 mal 1, 3 mal 2 mal 1. Ja. Es passiert praktisch auch diese Schleife. Ja. Vorteil, ich brauche keine Schleifenvariable, brauche ich nicht. Ja. Dieses Long I gibt's darum nicht. Ich rufe einfach die Funktion nochmal auf, so lange, bis praktisch das N-1 auf 1 hinabgesunken ist. Ja? Und das war's. Rekursive Methode heißt so etwas. Sich selbst wieder aufrufen mit leicht veränderte Parameter und dann hat manchmal Vorteile. Ja? Wir werden das jetzt im nächsten Video machen mit unserem Rechner, den wir programmiert haben. Und zwar werden wir versuchen, bei diesem Rechner die Punkt-vor-Strich-Rechnung durchzubringen. Ja? Irgendwie die Logik dahinter zu machen. Ja? Die Idee, die ich dabei habe, oder ich die verfolgen will, ist, dass ich die Berechnung praktisch in eine Funktion aufrufe und jedes Mal, wenn ein Stern gedrückt wird, ist praktisch eine neue Untersumme und ein neues Unterergebnis und ich möchte praktisch die Berechnung neu starten mit dem Stern. Und dann bringt man so Sachen mit Klammern und so weiter runter. Ja. Gut. Ja, rekursive Methoden. Nächstes Mal eine Anwendung. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.